da. Zweimal Stoff und auch ein bisschen Wolle. Das hat sich aber ganz schön vervielfältigt. Ich weiß ja nicht, wo wir die ganze Wolle her haben. Wahrscheinlich aus diesen Häuschen der jeweiligen Goblins, die uns damals die Wolle gestohlen haben. Du bist sehr zufrieden, ne? Ich auch. So, die neuen Betten kommen. Dann reißen wir das da ab. Und wenn das weg ist, bauen wir die neuen Betten auf. Ach Mensch, ich komme immer dazwischen. Betten da. So, dann haben wir schon mal 12. Für den Fall, dass jetzt bald der nächste Zwerg kommt. Und bis zu 13 Betten kriegen wir hier in unserer Buchte unter. Sehr gut. Das müsste unseren Kumpel hier noch zufriedener stellen. Der sagt nämlich jetzt, 73% Komfort haben wir hier in dieser Bude. Bis zu 75 geht es ja. So, das macht mal wieder kaputt. Baut die Mauer da wieder hin. Ja, da kommt noch ein extra Zwerg. Naja, gut. Muss halt. Das Essen ist schon wieder alle. Ach du liebes Bisschen, das ging schneller als erwartet. Aber sie mussten ja auch viel kämpfen. Da passiert das eben. Wo ist das Essen hin? Getrocknete Pilze nehmen wir auch noch. Ist denen ja egal. Ob das Salat ist oder getrocknete Pilze oder vielleicht Pilzpastete, so wie in diesem Fall. Alles Pilze. So, und dann gehen wir runter zum Drachen. Jetzt kann's losgehen. Wir rüsten unseren Zwerg noch mit dem Gewehr aus. Leistungsstarkes Gewehr. Weißt du was? Das kriegt jetzt hier einer von denen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Genau, Britzel, Britzel. Müssen hier mal das dahin bauen. Der fliegt mir zu viel durch die Gegend. So geht's einfacher, so kriegen wir ihn auch. Mit den Schwertern erwischt. Das ist eine gute Idee gewesen. Kommt schon, haut ihn um. Ihr habt's geschafft. Sehr schön. Gibt Fleisch. Und was könnten wir hier in diesem Nest haben? Zwerg auswählen, graben, entferne was? Münze. Ach, guck mal. Alle Mann nach Hause. Oh, Portal ist weg. Jetzt nochmal. Alle Mann nach Hause. Wir werden angegriffen. Wo denn das? Ja gut, ihr lauft wieder einfach nur durch die Gegend. Das habe ich euch ja nicht gesagt, dass ihr das machen sollt. Aber das wäre geschafft. Der Drache ist also einfacher, wenn Nahkämpfer an ihn rankommen. Das heißt, es ist nicht verkehrt, die Gerüste aufzubauen. Das können wir ja schon mal machen. Hier hatten wir einen bösen Mann. Mit einem Drachen. Dann statten wir jetzt die Höhle mit solchen Gerüsten aus. 2, 3. Wir brauchen definitiv mehr. Wir bauen jetzt noch ein paar aus. Wo haben wir die? Gerüste. Da. Ganz viele Bretter und ganz viel Holz. Immerhin 7 Stück, das ist schon in Ordnung. Dann haben wir insgesamt 25. Das muss erstmal für die Höhle reichen. Und dann probieren wir uns aus, werden probieren, den bösen Mann zu zerstören. Du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Ja, geh du auch nochmal schlafen. Du gehst schlafen. 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 Schlafen.
Na gut, du kannst schlafen, du kannst auch schlafen. Du gehst schlafen und du gehst schlafen. Und derjenige, der jetzt noch übrig ist, wie wir das schon kennen, der kann craften, so wie du zum Beispiel, genau. Du könntest auch craften, aber die anderen sind ja schon bei. Wunderbar, noch ein paar davon. Der schadet dir doch noch ganz schön. Aber du hast eben auch nur die Silberrüstung an. Nimm das auch mal mit. Kriegen wir noch ein bisschen Holz. Das Holz verarbeiten wir gleich. Und zwar zu Brettern. Zehn Stück. Können wir wieder ein paar von diesen Gerüsten herstellen. Und am besten macht es sich wirklich dann, die ganze Höhle mit diesen Gerüsten auch auszustatten. Ja, das haben wir gut gemacht. Bringt das mal alles rein. Ihr seid alle ausgeschlafen, brauchtet auch nicht zu essen, alles gut. Das machen wir jetzt erstmal zu. Hier hinten steht keiner mehr. Dann machen wir auch hier zu. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, alle da. So, jetzt aber zurück zu den Gerüsten. Dass wir davon noch den Rest fertig machen. 9 Stück. Das müsste dann reichen, um die Höhle dort unten auszukleistern. Oder eher einzukleistern in Gerüsten. Macht das mal weg. Sehr schön. Gibt nochmal Holz. Alle mal nach Hause. Nutzen. Alles zu. Ah, läuft. Ohohoho. Da hat er sich gefreut. Sehr schön. Dann müssten wir soweit alles haben. Und bewegen uns jetzt wieder runter zum bösen Mann. Und dort wird wieder gekämpft. Gott, oh Gott, ich bin aufgeregt. Ich bin nervös. Habe ich so selten erlebt. Aber es muss halt sein. Nein, ich will den Drachen. Ich krieg den Drachen nicht. So, jetzt kommen sie alle. Oh, Hauptsache der Magier stirbt nicht. Okay, der böse Mann ist tot. Jetzt noch der Drache. Schnibbel die Schnapp. Der Drachenschwanz ist ab. Sehr schön. Wow. Entferne Münze. Grab da mal noch ein Loch rein. Und ich nehme schon mal dieses ganze Zeug hier wieder weg. So, hier war kein weiteres Mithril. Aber wir haben gewonnen. Ein traumhaftes Gefühl. Und ab nach Hause. Sehr schön. Auch das ist geschafft. Wunderbar. Damit haben wir jetzt auch 3 von 5 Bauteilen für das Portal. Jetzt müssen wir noch einmal einen Mann mit einem Drachen kaputt machen. Und dann fehlt im Prinzip nur noch einer. Gucken wir uns die Bauteile mal an. Vielleicht können wir das ein oder andere schon fertig machen. Da sind sie. Das zweite Portal. Dunkler Kristall, ein Stein, ein Stein.
und Stahl. Aber es sieht so aus, als wenn wir nicht gerade große Probleme bekommen. Das ist also machbar. Grüner Kristall. Das ist ein blauer Kristall, da ist der grüne. So, das erste Portal ist fertig. Repariere das Portal. Irgendwo im Untergrund liegen die Ruinen eines alten Portals verborgen, das eine Tür zwischen den Welten öffnet. Finde den Portalraum und baue ihn wieder auf. Sobald du ihn gefunden hast, erscheinen auch Blockrezepte. Die erscheinen auch vorher. Das ist nicht ganz richtig von der Formulierung. Da ist auch noch ein böser Mann mit einem Drachen. Und dann kann ja nur noch hier vielleicht einer sein, denn hier ist ja soweit alles umgegraben. Eventuell ist hier aber auch noch einer. Das müssten wir dann sehen mit dem geheimen Kompass. So, ihr habt gleich ausgeschlafen. Dann dürft ihr euch schon an den nächsten bösen Mann machen, mit Drachen. Und auch hier statten wir wieder die ganze Höhle mit Gerüsten aus. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ne, 3 sind's. Okay. Hier oben auch nochmal eins, falls er ganz oben irgendwo hängt, dass man ihn trotzdem angreifen kann. Okay. Der Rest ist noch ausreichend. Wir greifen ihn schon mal an. Und dann gibt's ein Portal. Gerne auch eins hier hin und eins dahin zur Flucht. Macht sie fertig. Jetzt kommt er her. Das ist nicht gut. Zwerge, die verletzt sind, bitte ab nach Hause. Noch sieht alles gut aus. Der böse Mann ist gleich tot. Dieser komische Zombie auch. Ein Zwerg ist gestorben. Zwei Zwerge sind gestorben. Ah, wir haben jetzt auch ziemlich viel hier um uns herum. Ich hätte dafür sorgen sollen, dass alle ihre Gesundheit hochkriegen. Drei Zwerge sind gestorben und der macht wieder sein Ding. Das ist mir egal, Mensch. Ich bin mitten in einem Kampf. Da könnt ihr mich doch nicht rausziehen. Töten! Okay, hat nicht ganz geklappt. Drei Zwerge sind gestorben. Jetzt muss ich mal gucken. Er ist tot, okay. Dann sammelt mal alles ein. Den Zombie müssen wir auch noch kaputt machen. Ey, nicht schubsen. Ich hoffe, es war nicht der Magier. Ja, hier wackelt wieder die ganze Bude. Das Rezept gehört mir. Das ist mir. Okay, die ganzen Gerüste kommen wieder mit. Eventuell brauchen wir sie ja nochmal. Und ansonsten sammeln wir alles ein. Hier liegt definitiv ein Stahlschwert. Aber ich sehe keinen Zauberstab. Bitte lass es nicht den Magier getroffen haben. Okay, du hast alles. Da soll noch irgendwas liegen. Ja, da musst du jetzt durch. Da kommst du nicht hin. Wo wollt ihr denn alle hin? Ihr wollt ja durch, ne? Na gut, wir sind ziemlich tief. Eventuell könnten wir noch irgendwas holen von hier unten. Aber hier gibt es nichts. Wir haben hier den ganzen langen Gang gegraben. Unten ist schon wieder ein Drache unterwegs. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ab nach Hause. Wir haben viel erledigt, viel geschafft. Dafür 139 Münzen insgesamt einkassiert. Und er kommt immer näher ran mit dieser Sandwelle. Das nervt natürlich auch. Die ganzen Pflanzen sind noch da. Und bei uns kommen jetzt neue Zwerge hinzu. Jetzt gucke ich erstmal, ob der Zauberstab bei uns noch liegt. Nein, tut er nicht.
Das ist nur ein normales Gewehr, das heißt, die Fernkämpfer haben alle überlebt. Es sind lediglich welche mit Silberschwertern und mit dem Mithrilschwert gewesen. Unser Zauberer lebt noch. Ja, mit 66 Zauberpunkten. Genial. Gut, alle Zwerge in Mithril ausrüsten werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Der Wahrheit muss ich ins Auge sehen. Aber wir geben unser Bestes. Der neue Zwerg wird auf jeden Fall schon mal ausgerüstet. Du bist ein Holzfäller. Naja, immerhin. Mithril-Schwert kriegst du schon mal. Du bekommst auch ein Mithril-Helm, ein paar Mithril-Schuhe, Mithril-Oberteil, eine Stahlaxt und eine Silberspitzhacke.